Hallo Leute, das ist ein kleines Reaction-Video auf einen Beitrag von Vanessa Blank. Die schaue ich mir auch sehr gerne an, hat einen eigenen Kanal, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da geht es darum, dass sie Angst hat vor dem Dritten Weltkrieg. Und auch generell die momentane Lage, wir sind ja jetzt im Krieg offiziell, so wird zumindest gesagt, ein bisschen skizziert. Ihr könnt euch den Beitrag anschauen, ich verlinke auch nochmal unten den Beitrag von ihr, den ich übrigens sehr gut finde. Was mir auffällt, sie hat Angst, ja. Ist verständlich. Aber Angst ist erstens mal ein schlechter Berater. Und viel zu wenig Leute denken momentan noch über die ganze Situation nach. Wenn man so schaut, ist momentan Karneval wichtiger als alles andere. Setzt man vielleicht falsche Prioritäten. Wir können eh nichts unternehmen. Aktiv. Wir selbst können aktiv nichts gegen diese Situation tun oder dafür, dass es besser wird. Da müssen wir uns auf unsere Politiker verlassen. Und ich habe da die gleiche Einschätzung wie Vanessa Blank, ob unsere Außenministerin und unsere Verteidigungsministerin das bewältigen können. Glaube ich jetzt eher nicht. Ich lasse mich überraschen. Da werden viel zu viel unbedachte Worte gesprochen und ich hoffe, es wird nur bei Worten bleiben. Was mir mehr Sorgen macht, sind die USA. Ich bin nicht USA feindlich oder pro-russisch oder umgekehrt. Ich sehe es nur ganz neutral. Ich weiß, in wie viele Konflikte die USA in den letzten Jahrzehnt verwickelt war und in wie viele Russland aktiv verwickelt war. Und muss sagen, die USA hat sich als weitaus militanter herausgestellt. Und es sind ja auch schon viele Truppen nach Polen verbracht worden von den USA. Mehr als 13.000 Soldaten und viel Kriegsmaterial. Und wenn man da nicht militärisch intervenieren will, dann frage ich mich, wozu dann? Auch das ist das, was wir nicht beeinflussen können. Ob dann dort irgendwann mal ein kriegerischer Konflikt losbricht, wer weiß schon. Klar, momentan spüren wir keine direkten Auswirkungen des Kriegs. Aber, und das wird sehr schnell kommen, werden wir indirekte Auswirkungen spüren. Indirekte Auswirkungen im Sinne von Versorgungsengpässen. Ja, wir haben doch genug, wir produzieren doch genug. Nein, nein, Leute. Mehr als 40% des Getreides kommen aus Russland zu uns. Wie viele andere Produkte auch. Und wenn da nichts mehr kommt, wir verhängen da Sanktionen gegen Russland. Russland sagt, gut, dann machen wir es umgekehrt auch. Wir will von euch nicht mehr. Dann wird es knapp. Dann werden Produkte auf jeden Fall teurer werden. Zudem kommt, und das ist meiner Meinung nach die schlimmste Sache, auch wenn unsere Grünen meinen, wir hätten keine Energiekrise, gehe ich entschieden dagegen vor und sage gegen allen anderen Meinungen, wir sind schon mitten in einer Energiekrise, denn wir kriegen über Gazprom ungefähr 50% Gas und ca. 40% Öl. Ja, jetzt nicht über Gazprom, überhaupt eine andere Firma, aber auch eine Firma, die russisch ist und die bis jetzt auch, Gazprom habe ich auch mal auf Werbung vom FC drauf, wohl indirekten politischen Druck erzeugen kann. Gazprom gehören viele unserer Gasspeicher und Pipeline-Abschnitte. Und wenn Russland uns nichts mehr liefert, dann geht es euch schnell das Gas für eure Zentralheizung aus. Und dann kriegt ihr nicht nur keine Heizung mehr für den Winter, sondern auch kein Warmwasser mehr im Sommer. Na gut, kalt duschen ist ja gesund. Aber das ist ein bisschen kurz gedacht. Dieser Konflikt wird sicherlich nicht ein paar Wochen dauern und auch nicht nur ein paar Monate. Dieser Konflikt wird sich meiner Meinung nach ausweiten. Das fürchte ich. Er wird sich ausweiten. Und dann reden wir schon von einem halben Jahr oder mehr. Und dann sollte man jetzt schon darüber nachdenken, wie man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken kann. Angst solltet ihr nicht haben. Aber ihr solltet eine gesunde Vorsicht walten lassen. Und euch darauf vorbereiten, was kommen könnte. Es muss ja nicht sein. Aber es kann sein. Und meiner Meinung nach wird auch vieles davon eintreffen. Also es schadet nicht, sich noch mal ein bisschen umzugucken, wo man Geld sparen kann und dieses gesparte Geld in Vorräte oder
Hygieneartikel oder notwendige Artikel, nachhaltige Artikel, die man nicht nur einmal verwendet und dann wegschmeißt, sondern die man immer wieder verwenden kann, anzulegen. Raus aus allen Aktiengeschäften. Die Börse ist jetzt schon um mindestens 4% seit Beginn dieser Ukraine-Krise gefallen. Der DAX ist abgestürzt. In Japan auch. Japan will ja auch uns helfen, der NATO helfen. Australien hat sich damit eingemischt und liefert Sachen in die Ukraine. Also es ist nicht nur eine Sache, die nur die EU betrifft. Es ist ein weltweites Ding. Und da gebe ich Vanessa Blank auch recht. Das könnte auch zu einem dritten Weltkrieg führen. Schaut, dass ihr jetzt anfangt, ein bisschen umzustrukturieren. Platz in euren Häusern zu schaffen, in euren Wohnungen zu schaffen, die Sachen schon mal zur Seite zu tun, die ihr sonst nie braucht und die nur rumstehen und Platz einnehmen. Warum? Dazu habe ich noch ein paar andere Videos hier auf meinem Kanal. Aber ganz kurz gesagt, ihr braucht den Platz vielleicht später für was Wichtigeres. Wenn es dann wieder kälter wird und ihr nicht das ganze Haus heizen könnt, sondern nur ein Zimmer, da habt ihr vielleicht noch wie ich einen schönen großen Holzofen, dann müsst ihr dort eventuell auch übernachten oder die meiste Zeit verbringen, weil ihr könnt nicht das ganze Haus heizen auf Dauer. Das kommt euch zu teuer. Legt euch auch im Vorrat an Benzin oder Diesel an für euer Auto. Denn die Preise werden extrem nach oben gehen. Der Ölpreis ist eh schon von unter 100 Dollar fürs Barrel auf über 100 Dollar gestiegen innerhalb kürzester Zeit. Der stärkste Anstieg der letzten 7-8 Jahre. Habt wenigstens so viel zu Hause, dass euer Auto einmal noch voll tanken könnt aus einem Ersatzkanister. Vermeidet lange Fahrten. Ich habe dazu auch so ein kleines Paper gemacht, wie man sich da am besten verhält. Das verlinke ich auch nochmal unten. Und vermeidet auch, weil es kostet ja auch viel Geld, möglichst unnötige Fahrten. Man kann jetzt auch zu Fuß mal kurz einkaufen gehen, wenn man sich bloß ein Brot holt und zwei, drei Dosen. Das ist jetzt nicht so schwer, dass man dann mit dem Auto fahren muss. Oder man hat noch ein Fahrrad, wie wir haben auch noch Fahrräder, man kann auch mit dem Fahrrad fahren. Es wird auch so sein, dass der Staat uns höher besteuern wird. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Ukraine-Konflikt und Russland-Krieg mit der EU zu tun. Wir haben ja das letzte Jahrzehnt eigentlich schon eine Finanzkrise in der EU. Die letzten zwei Jahre hat Corona nochmal ein dickes Loch in das Budget der Regierung und uns Steuerzahler gerissen. Man hat ja doch vieles unternehmen müssen und viel Geld ausgegeben. Ob sinnvoll oder weniger sinnvoll, will ich jetzt nicht beurteilen, will ich auch nicht darauf eingehen. Aber dieser Krieg, der jetzt da tobt, der wird weitere Finanzmittel erforderlich machen. Und wo kriegt der Staat die her? Von der EZB, da kann er sich Geld leihen. Super. Nein, nein. Irgendwo muss er sich herholen, reales Geld wieder herholen. Und das ist bei euch, liebe Steuerzahler. Nicht nur bei euch, auch bei mir. Also, mein Tipp. Lasst nicht viel Geld auf der Bank, nur das, was ihr braucht im Moment, um eure Verbindlichkeiten wie Miete und so weiter zu decken. Und den Rest nehmt mit nach Hause. Hebt ab. Warum? Damit ihr dann noch etwas einkaufen könnt, wenn die Lage weiter eskaliert. Und ich fürchte, sie wird weiter eskalieren. Ich stehe hier übrigens in einem meiner kleinen Räume, in denen ich ein bisschen Material gelagert habe. Sieht jetzt nur das obere Teil vom Regal, aber ja, das ist also nur so technisches Material. Die Speisekammer ist einen Raum weiter. Versucht euch auch jetzt schon darin zu üben, anders zu leben, alternativ zu leben. Geht doch mal mehr raus in die Natur, guckt mal, wo Brachwiesen sind, in denen ein paar Obstbäume stehen, die keiner mehr bewirtschaftet. Da könnt ihr Fallobst holen oder Obst holen. Im Herbst dann wieder. Schaut, dass ihr euch ein bisschen was anschafft über Wildkräuter sammeln. Wildkräuter sind sehr gut zum Kochen. Man kann damit zumindest seine Nahrung etwas strecken. Das haben unsere Eltern, unsere Großeltern während des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Da gab es auch ganz wenig. Und man musste schon schauen, wo man rumkommt. Die Speckzeiten, die sind vorbei. Jetzt werdet ihr aber kurz oder lang feststellen. Und auch wenn ihr noch so viel über das Feiern nachdenkt, irgendwann knurrt euch der Magen und das Geld wird euch nicht mehr ausreichen. Das zu kaufen,
seine Zukunft mehr kosten wird. Also versucht möglichst zeitnah jetzt noch Vorräte anzulegen. Vergisst vor allem die Hygieneartikel nicht. Gut, man kann auch ohne Zahnpasta leben. Das ist auch kein großes Problem. Man kann seine Zähne auch alternativ putzen, zum Beispiel mit Natronpulver oder mit anderen Dingen. So Natron habe ich im 10-Kilo-Sack zu Hause. Das ist auch kein großes Ding. Es gibt auch so ein paar Videos, sind auch bei mir ein paar drauf. Findet ihr aber auch noch bei YouTube. Und vergesst nicht, irgendwann könnte es auch zum Blackout kommen. Denn wenn die Energiekrise Europa weiter beutelt, dann kann es schon mal sein, und wir waren da knapp dran, dass wir einen Blackout kriegen. Und dann könnt ihr euch die tollen Videos auf YouTube nicht mehr anschauen. Auch nicht mehr an eurem PC, wenn ihr sie runterladet, weil ihr keinen Strom dafür habt. Also macht euch Notizen auf dem Papier, wie was funktioniert. Und verbringt damit jetzt eure Zeit, anstatt uns einen Spielfilm reinzuziehen, den ihr eh schon das 5. Mal seht, nur weil er gut war. Ich weiß, das Ganze ist von mir leicht gesagt, Panik und Angst ist der falsche Weg. Natürlich, Russland hat auch gedroht, wenn Deutschland oder ein anderes Land aktiv in den Krieg eingreift und Russland behindert, wird es zu einem härtesten Maßnahmen, die man sich vorstellen kann, greifen. Das wäre, ich würde mal vorstellen, atomarer Schlag. Darauf könnt ihr euch nicht vorbereiten. Leute, was hilft euch ein Schutzanzug? Was hilft euch eine Schutzmaske? Was hilft euch, wenn ihr viel Geld ausgibt, um schon mal einen Bunker gebaut zu haben? Denn die meisten Atombunker hat man ja stillgelegt in Deutschland. Eben weil man die Gefahr nicht gesehen hat, die jetzt da ist eventuell. Das Geld könnt ihr besser investieren in Nahrungsmittel und andere Gütern. Im Falle eines atomaren Angriffs in eurer unmittelbaren Nähe ist es ganz schnell vorbei. Da braucht ihr auch keine Angst haben, werdet ihr nicht viel mitkriegen. Lebt ihr außerhalb der Zone, die sofort tödlich ist, ja, dann kann der Fallout euch natürlich treffen, aber auch da könnt ihr nicht viel tun. Ihr könntet Jodtabletten kaufen noch vorab. Aber die Strahlung kommt ja nicht nur vom Jod. Irgendwann werdet ihr strahlenkrank und dann ist auch alles vorbei. Dann nutzt euch auch ein teurer Anzug und eine Gasmaske für über 2000 Euro nichts. Das ist rausgeschmissenes Geld, so sehe ich das. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Leute, ihr müsst realistisch denken. Und ich weiß, es ist schwer, momentan keine Angst zu haben. Aber viele von euch draußen, ihr macht überhaupt keine Gedanken über die momentane Situation. Ihr lebt weiter, als wäre nichts geschehen. Ihr lasst euch von den Medien berieseln, in denen der Ukraine-Krieg gezeigt wird. Ob man euch da die Wahrheit erzählt, ist die andere Geschichte. Aber ihr meint alle, das sei so weit weg. Es ist nicht so weit weg. Selbst, weil ich es lang sagte in dem Video, Distanz von Passau Richtung Flensburg, das ist vom Auto innerhalb von 10, 11 Stunden zu fahren. Gut, ein Panzer fährt nicht so schnell. Aber ein Bomber, ein Flugzeug, fliegt es in 2 Stunden. Also weit weg. Weit weg ist es für die USA. Ja, die sind relativ safe da irgendwo. Außer Kuba lässt jetzt auch noch zu, dass Russland dort Raketen stationiert. Es gibt ja auch russlandfreundliche Länder, die Russland vielleicht sogar helfen, sich auf einen dritten Weltkrieg vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie Putin denkt, und ich weiß nicht, was Biden denkt, ich weiß nicht, was Macron denkt oder von der Leyen oder wer auch immer. Aber die Entscheidung, die sie treffen, verbaler Art und die Maßnahmen, werden uns direkt treffen. Denn auf jede Aktion erfolgt eine Reaktion. Sie können nicht glauben, dass sie hier Russland sanktionieren und dass Russland sagt, naja, nehmen wir halt einfach so hin und naja, ist auf uns doch egal. Nee, die werden entsprechend darauf reagieren und es wird für uns genauso eskalieren. Sucht euch nicht nur meinen Kanal raus, sucht euch noch ein paar andere Kanäle, wo es um Krisenvorsorge geht. Ein paar habe ich in meinen unten drin, ein paar Channels und informiert euch da, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein bisschen. Ich sehe es sehr, sehr realistisch an, dass wir auch noch einen Blackout kriegen. Prognose war ja, 2022 wird nicht besser.
eher schlechter. Und im Moment steht meine Prognose wirklich darauf, dass wir neben dem Krieg auch noch ein Blackout kriegen könnten oder sogar werden. Dazu braucht es nicht mal eine große Intervention Russlands, denn hat man auch gesehen, die USA hat ja auch benutzt, diese Graphitbömmchen, die man in Ländern abgeschmissen hat, über Umspannwerken hat das ganze Industriesystem dort lahmgelegt. Das brauchen sie nicht mal, die brauchen uns nur Gas, Öl und Energie abklemmen und Europa macht dann den Rest selbst. Vor allem mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die man jetzt im Kriegsfall noch ausbauen will, möchte ich wissen wie. Aber naja, okay. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was gesagt, was euch weiterhilft. Ich habe euch ein Stück weit wachgerüttelt. Ich weiß, viele, die meinen Kanal sehen, die sind eh schon aufgewacht und die sind eh mit dabei. Aber es gibt viele, die eben noch schlafen und die gedacht haben, so wie Vanessa Blank es auch gesagt hat, so etwas wird nie passieren, so Vorbereitung, das brauchst du nicht, Alfred. Haben die auch immer zu mir gesagt, das ist doch Quatsch, du gibst viel Geld aus für Nonsens. Leute, irgendwann, ich habe vorher über mich gelacht, werde ich über euch lachen, wenn ihr kein Geld mehr habt, um euch was zu kaufen und nichts mehr zum Beißen habt. Es ist eine traurige Wahrheit, dass wenn dann das wirklich so weit kommt und die Leute finanziell es nicht mehr schaffen, dann sich andere Wege suchen werden. Sei es nun ein Weg über einen Schwarzmarkt, der entstehen wird, oder über, naja, ich nehme den Nachbarn das weg, was er sowieso nicht braucht, weil der hat viel zu viel Vorräte im Keller und die können wir uns ja holen. Darin sehe ich auch noch eine Gefahr, die auf uns zurollt und ihr glaubt nicht, wie schnell so etwas gehen kann. Das kann in wenigen Monaten schon der Fall sein, dass wirklich, ja, es schlecht ausschaut. Zudem wir auch sehr wettabhängig sind zurzeit. Unsere Landwirtschaft hat letztes Jahr ja sehr viel Einschnitte gehabt. Mal war es zu trocken und dann war es zu nass. Die Kartoffeln sind im Boden verfault. Sollte unsere Landwirtschaft dieses Jahr wieder ein schlechtes Jahr haben und wir von Russland kein Getreide kriegen, dann sehe ich ein bisschen schwarz. Klar, wir können das Getreide auch aus den USA kaufen. Das wird dann per Schiff hierher gekarrt und noch andere Güter wie Gas. Aber ich glaube doch nicht, dass die vom Preis her das gleiche sind wie vorher. Nee. USA wird dran verdienen, die Reedereien werden dran verdienen, die Containerpreise sind momentan eh ziemlich hoch. Das wird euch richtig schröpfen, Leute. Euer Geldbeutel, der wird immer leer sein. Ja, eigentlich wäre es zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Aber es ist nun mal leider so. Ich habe viele Sachen hier in meinem Keller, die ich noch ausräumen werde. Ich weiß gerade, was ich mit ihnen mache. Ich habe so ein Prinzip, alles, was ich seit 3 Jahren nicht mehr benutzt habe, wird aussortiert, um Platz für wichtigere Sachen zu schaffen. Ich habe momentan meinen Vorratskeller vollstehen mit Dingen, die eigentlich mit Vorräten nichts zu tun haben. Gut, das sind Einmachgläser dabei, mehrere Kisten Einmachgläser, die kann man natürlich wieder sinnvoll nutzen. Allerdings nur, solange man Strom hat. Nee, ich kann es auch, weil ich habe noch Gas. Ja? Oder eine alte, mittelalterliche Feuerschale, in der ich noch mit einem Dreibein dann entsprechend kochen kann. Und ja, ein analoges Thermometer zum Bestimmen der Kochtemperatur habe ich auch noch. Nicht bloß so ein digitales Ding, das irgendwann ja, auf Strom angewiesen ist. Auch wenn es Batterien sind, die werden auch teurer werden. Doch denkt doch einfach mal für euch, eure Lage, eure Situation und geht mal davon aus, es kommt schlimm. Und die Preise steigen innerhalb von 3 Monaten auf das Doppelte an. Was würdet ihr jetzt noch kaufen, wenn ihr wisst, in 3 Monaten zahlt ihr doppelt so viel? Genau. Selber denken. Anfangen. Für sich selbst zu denken, nicht für andere. Es hilft doch nichts, wenn ihr für euren Nachbarn mitdenkt. Bei euch müsst ihr denken. Und ich hatte eigentlich vor, mehr Videos zu machen. Ich glaube, das wird nicht so sein. Ich werde schauen, ob ich Zeit erübrigen kann, vielleicht noch den einen oder anderen Tipp. Aber ich denke, es gibt so viele Kanäle, auf denen schon so viel gesagt wurde. Und ihr werdet schon vieles finden. Nur ihr müsst es auch, wie gesagt, umsetzen für euch.
und nicht nur hinschauen, nicht nur euch das lustige Video anschauen, sondern die Sachen auch beherzigen und anfangen, selbst etwas zu tun, aktiv zu tun. Nicht nur so sagen, ja, ja, schön. Ihr werdet später sagen, hätten wir mal. Und ich wünsche es euch nicht, dass ihr das sagen müsst. Vor allem, wenn ihr eine Familie habt und kleine Kinder habt. Hätten wir mal vorgesorgt, dann hätten wir jetzt etwas zu essen. Hätten wir mal vorgesorgt, dann hätten wir uns über Wasser halten können. Das Thema ist traurig, aber Krieg ist nicht lustig. Krieg hat nichts mit Karneval zu tun. Und Krieg, auch wenn er weit, weit weg wäre, was er ja nicht ist, wird Auswirkungen auf euer Leben haben. Und das ist meine persönliche Meinung. Relativ schnell. So, damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal.